Es ist eine bekannte Tatsache, dass 90% der Amerikaner ihren eigenen Namen nicht schreiben können. Aber die klügsten Köpfe des Landes besuchen Universitäten wie diese. Herein. Hey, Linda. Hallo, Steven. Nimm doch bitte Platz. Gern. Also. Wie kann ich dir denn helfen? Ich wollte nur fragen, wann meine Hausarbeit über zeitgenössische afroamerikanische Bühnenautoren fällig ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich rufe Martin an und frage ihn. Okay. Martin, hier ist Linda. Ich habe hier einen Studenten, der wissen möchte, wann sein Aufsatz fällig ist. Ja, das ist Steven. Genau. Steven Morrow, der Doktorand. Du kennst doch Steven. Wie kann ich ihn bloß beschreiben? Schwarze Haare, elegante kleine Weste. Sieht aus wie ein kleiner Hobbit. Kauft seine Kleidung im Babyladen. Wäre ein fantastischer Ewok gewesen. Du weißt schon, wovon redest du da, Willis? Genau das ist er, ja. Der mit der Fratze. Ja, danke. Abgabe ist Montag. Danke. Hi-ho, hi-ho.